Hallo ihr wunderbaren Menschen da draußen, ich will euch heute gerne noch einen kleinen super Trick zeigen, wie ihr in Skyrim leveln könnt, ohne Cheats zu benutzen. Einfach nur einen kleinen Trick und ich möchte nicht erklären, warum ich jetzt nackig bin. Ich habe heute sehr viel vorbereiten müssen für so ein paar kleine Aufnahmen für euch. Die kommen dann auch alle noch nach und nach, aber ich muss ein bisschen was vorbereiten. Und ja, wir fangen natürlich an. Als allererstes ist es wichtig, in Bekleidung, wenn ihr die Möglichkeit habt, dann zieht euch Sachen an, die eure Alchemie hochpushen. So, zum Beispiel hier. Die Wirksamkeit gebrauchter Tränke wird um 8% gesteigert. Die hätte ich gerne. So, dann habe ich nochmal diesen Ring, den möchte ich gerne nochmal anziehen. Und dann haben wir, die habe ich schon an. Warte. Und dann haben wir nochmal, die Wirksamkeit gebrauchter Tränke wird um 22% gesteigert. Also alles, was ich so hatte, habe ich angezogen. Das ist jetzt nur 1%, deswegen haben wir die jetzt nochmal angezogen mit 8%. So. Und zwar, wie ihr richtig, richtig, richtig schön einfach leveln könnt. Die Ingredienzien zu besorgen. Ist ein bisschen schwierig, aber mit der Zeit läppert sich das halt auch. Und wenn ihr dann leveln könnt, macht es auch. Und zwar, pass auf, wir brauchen, ich fange mal hier unten an, das ist immer am einfachsten für mich, wir brauchen Weizen. Zum Weizen brauchen wir einen Riesenzeh. Zu dem Riesenzeh brauchen wir die Kriechranke. Zwischen Weißlauf und Windhelm, da sind diese, wie heißen die? Nee, so heißen die nicht. So eine Wasser... Ich such's raus. Und da kriegt man richtig, richtig viel Kriechranken. Richtig geil. So, wir haben Kriechranke ausgerüstet, Riesenzeh und Weizen. Und wir bekommen den Zaubertrank Gesundheit verstärken. Dadurch, dass ich jetzt natürlich auch die ganzen hochpuschenden Klamottis anhab, kein Ding, können wir die jetzt einfach craften. Seht ihr, das gibt einen richtigen Schwung. Gibt einen richtigen Schwung. Und das könnt ihr richtig schön durchhauen. Man muss halt, also Weizen kriegt man halt wirklich überall, da gehst du auf die Farm oder was weiß ich. Riesenzehe. Ihr könnt bei Händlern natürlich auch die Zutaten kaufen. Das ist gar nicht so schwierig, ja. Die kann man sich tatsächlich kaufen. Dazu müsst ihr einfach nur den Trick machen, den ich euch schon das letzte Mal gezeigt habe. Ich verlinke euch den Trick nochmal natürlich, damit ihr... Habe ich noch irgendwas? Nee, ich denke, das war's, ne? Weizen hätte ich noch und Kriechranke? Kriechranke? Hab ich. Und Riesenzeh ist leer? Der Riesenzeh ist leer. Heieiei. Gut, also ich verlinke euch natürlich nochmal den Trick, wie ihr unendlich Gold machen könnt. Dabei natürlich auch unendlich Ingredienzien kaufen könnt. Und ja, das war es eigentlich schon von meiner Seite aus. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen geholfen. So könnt ihr ein bisschen skillen, ein bisschen leveln. Wunderbar. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben geben. Gar kein Ding. Ich freue mich darüber. Für Anregungen gerne in die Kommentare schreiben. Ich freue mich über konstruktive Kritik. Ich wünsche euch was und tschüss. Haut rein.